Eine 16-jährige Schülerin und ihre ältere Stiefschwester sind verschwunden. Sandra Fromme und ihr Kollege Michael Smolik übernehmen den Fall und treffen die Eltern der Mädchen in einer Sporthalle, dem Ort des Verschwindens. Hallo! Die Polizei. Gut, dass Sie da sind. Unsere Töchter sind verschwunden. Eins nach dem anderen. Wie ist erstmal Ihr Name? Verena Kramer. Ich heiße Michael Alfers. Wir sind trotzdem verheiratet. Genau, ja, ja. Wir sind verheiratet seit 2 Jahren. Okay, verstehe. Und er hat eine Tochter aus erster Ehe mitgebracht und Lina und meine Tochter Anna. Und wie gesagt, sie sind beide verschwunden. Okay, wann haben Sie denn Ihre Töchter das letzte Mal gesehen? Das ist gestern Nachmittag gewesen. Gestern Abend? Bevor die losgegangen sind, genau. Aber gestern Abend hat meine Tochter mir noch ein Bild geschickt. Können Sie mal schauen? Das ist jetzt Ihre Tochter? Das ist meine Tochter und das ist die Hand von seiner Tochter, Lina. Das haben sie mir gestern Abend geschickt. Jetzt mal kurze Frage, was war hier denn überhaupt? Also hier liegen Schlafsäcke. Ja, Übernachtungsparty. Hier in der Turnhalle drin. Vom Tischtennisverein. Und wann haben Sie Ihre Töchter das letzte Mal gesehen? Das ist gestern Nachmittag gewesen, bevor sie hier hingekommen sind. Genau, Nachmittag. Okay. Haben Sie schon geguckt, ob hier irgendwas merkwürdig ist? Wir haben schon alles ausgesucht. Kann es sein, dass irgendjemand anders die mitgenommen hat? Mit nach Hause oder irgendwie zu Freundinnen oder sonst was? Ja, also normalerweise geht meine Tochter immer gerne zu meiner Ex-Frau. Die hat da auch einen Schlüssel von der Wohnung. Nur ich habe die versucht anzurufen, geht nicht dran. Meine Ex-Frau ist auch häufig im Ausland unterwegs. Haben Sie eine Telefonliste von den anderen Mitspielern? Vom Verein, meinen Sie. Da haben wir noch nichts Aktuelles bekommen vom Trainer. Die Mädels sind jetzt aber noch nicht so lange hier im Verein. Ich glaube, wie lange sind es? 2 Monate jetzt. Ja, ungefähr. Die Mutter ist ja sehr besorgt um die beiden Töchter. Die war sehr aufgelöst. Das kann ich verstehen. Wir haben ja auch versucht, sie zu beruhigen. Ich kann es auch nachvollziehen, dass die Mutter da besorgt ist. Der Vater war eher so ein bisschen ruhiger. Verstehe ich ehrlich gesagt aber auch. Ich meine, die sind 16, 17 Jahre. Kann mal vorkommen bei Jugendlichen. Da hatte ich vielleicht auch schon gedacht, dass die vielleicht irgendwo, ich sag jetzt einfach mal, sich einen Kaffee holen. Und dann sind noch ein paar andere Mädels da, die dann auch noch dazukommen. Also, ja, aber ja, den Schlüssel dürfen sie sich ja auch holen, wenn sie in der Freizeit mal spielen wollen. Genau. Aber das hat er doch gesagt. Das ist es eben, was die Kollegin gerade gesagt hat. Der Schlüssel steckt. Auch komisch, die Sachen von denen sind noch hier. Warum sollten Sie die Sachen hier lassen, wenn Sie übernachten? Ja, deswegen, das sage ich doch. Deswegen muss was passiert sein. Beruhigen Sie sich mal. Wir versuchen wirklich alles, dass wir Ihre Töchter finden. Ja, warten Sie mal ganz kurz hier. Lass uns mal kurz besprechen. Ich finde das ein bisschen merkwürdig. Also, er ist ziemlich ruhig. Unberuhigt? Oder, ihn juckt das gar nicht so wirklich. Ja, sie macht sich richtig Sorgen. Ich finde es merkwürdig, dass die Sachen noch hier sind, dass der Schlüssel noch steckt. Vielleicht sind die irgendwo draußen. Vielleicht müssen wir draußen mal gucken, ob wir da irgendwo was finden. Ja, wir müssen uns auf jeden Fall umschauen. Außerdem fragen sich die vermissten Fahnder, wo der Rest der Tischtennismannschaft steckt. Auf dem Sportgelände werden die Beamten schon nach kurzer Zeit fündig. Hey! Anna, was hey. Ist komm her! Anna, komm was mal raus! Passiert? Komm mal raus! Was ist denn los? Wir sind von der Kriminalpolizei. Geht's so, was oder soll passiert? Ich dir sofort einen Krankenwagen rufen? Wo ist Lina? Nee. Okay. Wo ist Lina? Was ist passiert überhaupt mit deinem Kopf? Was ist passiert? Ich war hier. Wo ist deine Schwester? Wo ist deine Schwester? Lina. Weiß nicht. Okay. Wir haben jetzt die Anna tatsächlich gefunden. Sie war sehr verwirrt, aufgelöst, wusste nicht, was überhaupt los ist. Also jetzt fange ich mir auch an, schon richtig Sorgen zu machen. Genau, also jetzt haben wir definitiv hier einen Vermisstenfall. Das hat zur Folge, dass wir natürlich auch alles Hebel in Bewegung setzen. Wir haben einen Spürhund bestellt. Wir haben versucht oder werden versuchen, das Handy zu orten von der Lina, sofern es denn an ist. Und brauchen natürlich jetzt viele Hinweise und hoffen, dass wir sie ganz schnell finden. Während die Vermisstenfahnder vor Ort die Stellung halten, fährt die 17-jährige Anna mit ihrer Mutter und ihrem Stiefvater zur Wache. Zuvor waren die drei noch bei Michaels Ex-Frau, um dort nach Lina zu suchen. Es war allerdings niemand zu Hause. Ich hatte sie gebeten, ein Bild mitzubringen. Haben ja, Sie das dabei? Habe ich mitgenommen von zu Hause. Noch mal. So, das ist. Ah, super, danke. Ja. Das ist die Lina, ne? So. Um das Ganze ein bisschen besser zu verstehen, erklären Sie mir doch mal ganz kurz die Verhältnisse in der Familie. Also ich sag mal so, als wir vor 2 Jahren in ihm zusammengezogen sind, wir haben geheiratet, wir sind dann zu 4 zusammengezogen, war es nicht einfach für die beiden Mädels, ne? 16- und 17-Jährige. Waren eben noch Jugendliche. Ne? Ja, gut, aber es hat sich ja auch alles gebessert. Es hat sich gebessert, genau, wollte ich gerade sagen. Da gibt es immer wieder Querelen halt. In dem Alter, ja, das ist zwei Mädels, dann
Ja, meine Güte, wir spielen jetzt zusammen Tischtennis und was haben wir danach gemacht? Ja, genau, genau. Deswegen sage ich ja, es ist wirklich, wir sind wirklich zufrieden. Also das wäre jetzt kein Grund, dass Lina vielleicht weggelaufen ist, weil es Konflikt ist. Sie ist öfters mal zu ihrer Mutter abgehauen, wenn es irgendwie Streit zu Hause gab. Sie war so eine kleine Rebellin, muss man einfach mal sagen, ja. Die Lina. Aber das hat sich wirklich alles gebessert. Bei meiner Ex halt, da ja. Hat sie immer offene Türen. Aber dann erzähl du mir doch bitte noch mal ganz detailliert, wie das abgelaufen ist. Die Übernachtungsparty, wann du bemerkt hast, dass sie weg ist. Ja, der Tim, also unser Trainer, hat es halt organisiert und dann waren wir dort und die Stimmung war toll. Und ja, heute Morgen bin ich halt aufgewacht und ich lag ja neben der Lina, das heißt, ich habe direkt gemerkt, sie ist nicht da. Da waren dann aber auch irgendwie alle am Packen und dann habe ich es halt vergessen und ja, dann ist halt der Tim gegangen und dann habe ich gemerkt, dass sie halt immer noch nicht da ist. Du bist aufgewacht, sie war nicht da. Um wie viel Uhr war es? Keine Ahnung. Was mich aber noch viel mehr interessieren würde, der Trainer war dann nicht mehr da? Der hat halt Termine und dann habe ich ihm gesagt, das ist kein Problem, der kann schon gehen, weil ich meine, so Babysitter-mäßig, dass er da jetzt noch wartet, bis unsere Eltern dann endlich kommen, will ja auch niemand. Er hat eine Aufsichtspflicht, ihr seid minderjährig. Ja, aber das finde ich ja auch, ne? Das war echt okay, also ich habe ihm gesagt, er kann gehen und ich meine, ich wusste, er hat wichtige Sachen zu tun. Kann das sein, dass sie wegen eines Jungen los ist? Wenn irgendwas mit einem Jungen wäre, dann wüsstest du es wohl, ha? Huh? Warum soll ich das denn sofort wissen? Papa, jetzt tu nicht so scheinheilig. Du hast die Spy-App installiert, um Lina zu überwachen. Was für eine App? Ja, das ist so ein Ding, da kannst du halt gucken, wer mit wem kommuniziert. Was ist das? Ich glaub's wirklich gerade nicht, ne? Du weißt selber, mit was für Leuten Michael, man verkehrt. Also irgendwo hört's auch auf. Ich weiß, dass du einen Kontrollzwang hast, ja, aber eine Spy-App, die Mädels sind 16, 17. Sie kontrollieren die Anrufe, Nachrichten. Genau. Haben Sie, seit sie verschwunden ist, irgendwas gelesen? Ich habe leider nichts gelesen und das macht mir auch ein bisschen unsicher jetzt, was mit ihr los ist. Ist ja durchaus möglich, dass ihre Tochter das rausgefunden hat, weil ihre Stieftochter weiß es ja auch. Na? Ja, möglich. Komm. Ja. Dein Kontrollzwang ist sowieso voll offensichtlich. Dann warst du letzte Woche noch da und hast sie von diesem Typen, von diesem Max abgeholt und hast voll die Szene gemacht. Also, ja, hast du dir den mal angeguckt? Ja, irgendwann reicht es dann aber auch. Der hatte wirklich Gefühle für sie. Gut. Ich brauche noch mal eine Privatsphäre, wirklich. Ja, also irgendwo hört es auch wirklich auf. Und Mama, ich habe wirklich höllische Kopfschmerzen. Können wir bitte gehen? Und ich habe echt alles gesagt. Für den Moment sind wir beiden jetzt fertig. Also Sie können sie mit nach Hause nehmen, aber seien Sie bitte erreichbar. Es werden noch Fragen auftauchen und damit ich die dann auch stellen kann, ja? Ja, selbstverständlich. Ich bleib dann auch hier, oder? Wir besprechen noch alles. Okay. Dann begleite ich Sie raus. Ja. Du sagst mir aber Bescheid, wenn irgendwas Neues rausgekommen ist, ja? Okay. An der Sporthalle erwarten die vermissten Fahnder Fromme und Smolik die Kollegin mit dem Personensuchhund. An dem Schlafsack haftet Linas Geruch. Wenn wir hier starten, dann können wir vielleicht tatsächlich im näheren Umkreis die Lina sogar finden. So, wie machen wir es? Einfach hier ranhalten. So. Glücklicherweise stehen uns bei der Polizei mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, um Vermisste zu finden. Der Klassiker sind Spürhunde. Die treffen in der Regel auch immer auf das Ergebnis. Lina ist ja jetzt noch nicht so lange weg, deswegen sind die Spuren noch frisch. Und da erhoffen wir uns natürlich, dass der Spürhund auch auf irgendetwas anschlägt. Und du? Wow. Der speziell ausgebildete Schäferhund nimmt sofort die Witterung auf und führt die Beamten in das angrenzende Waldgebiet. Statt der 16-jährigen Lina erschnüffelt die Supernase dann aber nur einen Hinweis auf die Schülerin. Hat sie was gefunden? Ja. Also sie hat jetzt auch angezeigt, dass das von der Lina ist. Genau, weil sie stehen geblieben ist. Und hier ist jetzt für sie auch Schluss? Also pass auf. Die Spur zu Ende? Ja, also wir haben ein Taschentuch gefunden, da hat sie auch drauf angezeigt. Und sie sagt auch, die Spur ist ab hier jetzt kalt. Okay, pass auf. Wir haben hier Reifenspuren hier hinten. Ja? Und vorne ist so ein Poller. Das Interessante ist, da sind Lackspuren dran, graue Lackspuren. Sieht so aus, als wäre jemand irgendwie fluchtartig weggefahren. Also war auf jeden Fall eilig unterwegs. Ich halte es für sinnvoll, dass wir die KTU auf jeden Fall herbestellen und diese Lackspuren auch sichern lassen. Was mich so ein bisschen zum Nachdenken anregt, ist, dass der leibliche Vater von der Lina auch ein graues Fahrzeug hat. Ich habe graue Lackspuren hier vor Ort gefunden. Könnte er was damit zu tun haben? Wir wissen es nicht. Wir wissen auch nicht, was für ein Auto die leibliche Mutter von der Lina fährt. Es könnte ja sein, dass Lina sie angerufen hat, dass sie sie abgeholt hat. Das müssen wir auf jeden Fall rausfinden.
Zurück auf der Wache will Sandra Fromme mit Linas Vater sprechen. Zuvor bittet sie allerdings ihre Kollegin, den Wagen des 45-Jährigen auf Lackschäden zu überprüfen. Also der Mantrailer hat ja, wir haben ja einen Spürhund eingesetzt, habe ich Ihnen erzählt. Der hat dieses Taschentuch gefunden, ein auffälliger Lippenstift. Kennen Sie den Lippenstift? Ist das eine Farbe, die Ihre Tochter benutzt? Oh, da fragen Sie mich jetzt was. Also sie mag ja kräftigen Lippenstift, das sehen wir schon auf der Vermisstenanzeige. Ja, ja, keine Ahnung, vielleicht haben Sie sich geschminkt oder für irgendwelche Selfies oder... Ja, Ihre Frau, kann es denn sein, dass Ihre Frau... ihre Tochter abgeholt hat? Eigentlich ist es unwahrscheinlich. Normalerweise würde sie dann auch immer Bescheid geben. Also es ist jetzt so ganz stickum, sie abzuholen und nichts zu sagen. Nee. Sie haben doch gesagt, dass Lina ab und zu mal sich so eine Auszeit nimmt bei ihrer Ex-Frau. Genau. Sie hat ja auch den Schlüssel von ihrer Wohnung und da ist sie öfter mal, ja. Okay. Aber was fährt Ihre Frau denn für ein Auto? Ein Auto? Was fährt die? Einen roten Kombi fährt die, ja. Sie haben sie jetzt noch nicht erreicht, ne? Nee, natürlich nicht. Dann schreiben Sie mir doch mal eben die Nummer auf, dann... Das muss ich nur nachschauen. Kann ich das auch noch mal probieren? Sagen Sie mal, Herr Alfas? Ja? Der graue Wagen da unten, gehört der Ihnen? Der graue, ja, das ist meiner. Warum? Sind ja ganz schön viele Kratzer dran, oder? Was denn da passiert? Ja, zwei Töchter und dann noch die Tiefgarage, da bleibt das nicht aus. Ja. Okay. Ich habe jetzt eben am Wagen des Vaters Lackspuren gefunden, die zu den Lackspuren am Poller im Wald passen könnten. Ein Kollege wird das jetzt in die KTU geben und untersuchen. Sandra Fromme erreicht Michaels Ex-Frau. Lina ist nicht bei ihrer Mutter. Ebenso besorgniserregend sind die Neuigkeiten, die Kriminalhauptkommissarin Sabine Dietz währenddessen erfährt. Ja, okay, vielen Dank. So, das war der Herr Gutenberg, der Tischtennistrainer. Der ist gar nicht in Duisburg. Der ist mit seiner Freundin in Amsterdam auf einem Städtetrip. Und er weiß nichts von der Übernachtungsparty. Was? Er kann sich aber das nur so erklären, dass die Mädchen mit dem Schlüssel in die Turnhalle gekommen sind. Den Schlüssel können die Mädchen vom Hallenwart, Herrn Palluk, haben. Weil der ist befugt, den Schlüssel an Vereinsmitglieder rauszugeben. Das wäre so seine Erklärung. Ich habe die Rufnummer von dem Hallenwart. Von Herrn Palluk. Ich werde da mal nachfragen, weil der muss den Schlüssel rausgeben. Das wäre nett, weil der Schlüssel steckt ja auch in der Halle. Also insofern. Dass jetzt gar keine Übernachtungsparty stattgefunden hat, ist natürlich schon ein Ding. Wir hatten ja in der Turnhalle schon so ein bisschen gemutmaßt, warum denn alle schon weg sind, außer den beiden. Und jetzt hat sich dieser Verdacht verhärtet. Ich hoffe nur, dass wir sie trotzdem schnell finden und dass nicht irgendwas Schlimmes passiert ist. Wir fahren jetzt zu Ihnen nach Hause. Wir sprechen mit Anna. Vielleicht kann sie uns das erklären. Vielleicht wollten Sie ja tatsächlich einfach nur mal eine private Übernachtungsparty machen. Wichtig ist, dass wir rausfinden, was da jetzt schiefgelaufen ist. Ich muss mich melden. Mein Gott. Ja. Weiß Anna, wo ihre jüngere Schwester steckt und hat nur nichts gesagt, weil Linas Vater so kontrollsüchtig ist? Anna, Schatz! Kommst du einmal raus? Die Polizei ist da und möchte mit dir sprechen. Sieh mich gerade um. Wir warten einfach einen Moment, ja? Es kann aber noch ein bisschen dauern. Beeil dich doch ein bisschen, ja? Ich komm jetzt ganz sicher nicht halt nach hier raus. Okay, können wir derweil vielleicht das Zimmer von der Lina anschauen? Ja, gehen wir einmal direkt nach oben. Ich gehe einmal kurz vor. Ja. Schauen Sie sich ruhig um, wenn Sie vielleicht was finden können, was weiterhilft. Ich habe leider nichts gesehen. Was haben wir hier? War der Laptop schon so kaputt? Das sehe ich zum ersten Mal, dass der kaputt ist. Sie hat ihn auch gestern noch benutzt, bevor Sie zur Übernachtungsparty gefahren sind. Also, ist irgendwie eingebrochen worden? Bei den Nachbarn, bei den Wiegands ist eingebrochen worden. Vor kurzem. Also ich meinte jetzt bei Ihnen. Der ist kaputt. Anscheinend. Aber bei den Nachbarn. Anna! Anna, jetzt beeil dich mal hier oben. Was ist das mit dem Laptop hier? Entweder ist er ihr tatsächlich irgendwie runtergefallen, sie wollte es ihr nicht sagen. Ja, Moment. Ist ja wirklich runtergefallen. Oder sie wollte irgendwas verbergen.
Smolik? Hi. Ah ja, okay, danke für die Information. Ciao. Also, die Lackspuren stimmen nicht mit Ihrem Fahrzeug überein, Herr Elfers. Mein Fahrzeug? Aber Sie haben mich doch jetzt nicht verdächtigt, nur weil ich am Anfang vielleicht ein bisschen nicht so emotional drauf war, oder? Herr Elfers, Sie müssen mich auch verstehen oder uns verstehen. Wir müssen in jede Richtung ermitteln. Und es ist klar, dass wir auch diese Spur mal nachgehen müssen, aber... Sie haben halt einen grauen PKW und die Lackspuren. Grauer PKW? Haben Sie gerade grauen PKW? Vor 2 Tagen haben wir doch einen grauen PKW vor der Tür gesehen, weißt du noch? Und ich habe dich runtergeschickt und dann ist er weggefahren. Aber keinen mehr gesehen. Ja. Okay. Das war ein grauer PKW. Ich nehme den Laptop mal mit, die KTU wird den bestimmt auswerten können. Dann gucke ich, nach Einbruchsspuren, ob ich unten was finde und vielleicht können die Nachbarn was sagen. Genau, perfekt. Kann ich mich noch weiter hier umschauen? Ja, klar. Vielleicht finde ich noch irgendwas. Und ob Michael Smolik etwas findet. Aber wird dieser Hinweis auch bei der Suche nach der seit über 6 Stunden vermissten Lina helfen? Kurze Frage. Ist das Ihr Freund? Der Freund? Nee. Kennen Sie den Herrn nicht? Über nicht. Noch nie gesehen? Also, Moment, ja, mir kommt er jetzt nicht bekannt vor. Dir, Michael? Tischtennisverein vielleicht, aber... Boah, nee, aber ich bin mir da nicht sicher. Ist schon ungewöhnlich, dass dieser Laptop kaputt ist, vor allem weil die Eltern auch meinten, dass sie ihn gestern noch benutzt hat. Vielleicht will sie was verheimlichen, irgendwie was verstecken. Wir werden trotzdem rankommen durch die KTU. Zusätzlich habe ich dann auch das Foto noch gefunden von einem Herrn, den die Eltern nicht kennen. Er ist ca. 30 Jahre alt, heißt auch ein bisschen zu alt für Lina. Wir müssen herausfinden, was es mit auf sich hat. Also bei den Nachbarn, die haben ein Kennzeichen für uns. Wir müssen unbedingt eine Halteabfrage machen. Ja. Was ist jetzt mit Anna? Anna, kommst du raus, bitte? Nein, ich wollte sie nicht mehr reinzufügen. Ist zugeschlossen. Anna, die Polizei! Treten Sie mal einen Schritt zurück, bitte. Kannst du mal halten? Ich mach jetzt die Tür auf. Anna! Ich komm jetzt rein, okay? Oh, nicht eintreten, bitte. Nein. Anna? Shit. Sie ist weg. Die wird hier übers Fenster rausgegangen. Die wird übers Fenster rausgegangen. Sie kann ja nur Herr Elfers, können Sie mal nach unten laufen und gucken, ob Sie vielleicht... Ich guck mal. Wir müssen jetzt wirklich zusehen, dass wir ganz schnell mehr Informationen haben auf den Aufenthaltsort der beiden Mädchen. Wir machen uns große Sorgen, dass ihnen was passiert ist. Das geht hier nicht in die richtige Richtung. Ich habe sofort auch die Handyortung veranlasst, damit wir Anna finden. Und Anna führt uns auch vielleicht zu Lina. Auf der Wache laufen im Fall der vermissten Stiefschwestern alle Informationen zusammen. Nachbarn haben sich zum Glück das Kennzeichen des Wagens gemerkt, der kürzlich vor dem Haus der Familie geparkt hat. Und es gibt weitere Neuigkeiten. Die KTU hat das Laptop von Ihnen zu Hause ausgewertet. Und zwar hat der Vincent Palluk die Lina zu einem Fotoshooting eingeladen. Der wollte sie groß rausbringen als Model. Als Hallen. Aber, die Anna wusste davon, weil die hat Herrn Palluk auch eine E-Mail geschrieben, dass Lina ganz schnell nach Hause kommen soll. Und Herr Palluk hat direkt geantwortet, er möchte nicht, dass die Polizei kommt, sonst gibt's Ärger. Du wusstest die ganze Zeit davon? Palluk, glaube ich. Es geht aber noch ein bisschen weiter, und zwar... Dieser PKW ist zugelassen auf Vincent Palluk. Und Moment, das ist Vincent Palluk. Herr Palluk ist vorbestraft wegen Nachstellung von Mädchen. Okay, ich mache mich sofort auf den Weg. Nein. Sie können auf keinen Fall mit. Wir fahren jetzt sofort dahin. Ich hoffe, dass beide Mädchen unversehrt sind. Wir können nicht ausschließen, dass es zu einer Gewalttat gekommen ist. Immerhin ist der Mann vorbestraft. Als Sandra Fromme und Michael Smolik am Haus des Verdächtigen eintreffen, entdecken sie an dem Wagen von Vincent Palluk auch sofort Kratzer, die zu den Lackspuren an dem Poller im Wald passen. Oh. Shit, Anna! Anna! Vincent, der ist voll durchgeknallt. Der hat mich irgendwie niedergeschlagen, ich weiß nicht genau. Ich wollte nur der Lina helfen. Sie, Janina, bitte. Okay, Anna. Kannst du aufstehen? Kannst du aufstehen? Alles helfen Sie, Janina, bitte, die braucht irgendwas, was sie nicht will. Wo ist sie im Haus? Ist sie drin? Sie ist drin, ja. Okay. Kriegen Sie kurz ich weiß nicht, was sie machen, aber sie will das nicht. Okay, komm. Ich bring dich jetzt zum Streifenwagen.
Egon für 32,16. Wir brauchen hier unbedingt einen RTW. Um ihre Schwester zu decken, hat Anna sich immer mehr in Lügen verstrickt. Sie wollte Gefahr von ihrer Schwester abwenden, deswegen hat sie das Laptop zerstört. Da waren die E-Mails vom Täter drauf. Das wollte sie verhindern. Dann ist sie auch noch losgelaufen und wollte auf eigene Faust ihre Schwester befreien. Das ging natürlich richtig schief. Hey. Oh, das ist super. Sexy, sexy. Weiter so, Süße. Komm, zieh dich nicht so. Spiel ein bisschen mit der Kamera. Komm, zeig mal ein bisschen mehr Haut. Denkst du, ich habe meine Zeit im Lotto gewonnen? Was machst du? Wie, was mache ich? Komm, hab dich nicht so. Die Kamera liebt dich. Mann, wow, bist du sexy. Zieh doch noch mal ein bisschen das Sportbär hoch, hä? Vincent, wir haben gesagt, wir wollen normale Bilder machen. Was für normale Bilder? Das sind doch normale Bilder. Das ist hochprofessionell hier. Das ist ästhetisch. Komm. Vincent, hör jetzt auf. Nein, komm schon, komm schon, komm schon. Lass mich jetzt. Zeig mir, was du zu bieten hast. Vincent, komm. Hör auf. Komm. Hey, hey, weg von hier. Weg von hier. Was macht ihr denn jetzt hier? Weg von hier, dahin. Wie, was denn? Dahin. Was dahin? Ich weiß gar nicht, was das soll. Wir machen hier nur ein paar Fotos. Hier, Kamera her. Aber das ist meine Kamera, was wollen Sie denn jetzt damit? Ich weiß gar nicht, was Sie hier wollen. Wer hat Sie denn eingeladen hier auf die Veranstaltung? Hä? Wie, wer hat Sie eingeladen? Sehen Sie nicht, dass sie das nicht will? Wie, sie will das nicht? Hey! Stehen bleiben! Hey! Komm her, du Clown. Was ist, hä? Was ist mit dir? Was ist mit dir? Hände auf den Rücken! Auf den Rücken! Du Clown. Vincent Paluck hat hier wirklich richtig Mist gebaut. Das habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Er wird sich für einiges verantworten müssen. Gefährliche Körperverletzung, sexuelle Nötigung, Verführung Minderjähriger. Und die Spitze des Eisberges war, dass er mich auch noch angegriffen hat. Da hört der Spaß auf. Vincent und ich, wir kennen uns vom Tischtennis. Und wir haben eigentlich gesagt, dass wir normale Fotos machen wollen. Und er war den ganzen Tag total nett. Wir haben noch zusammen Sekt getrunken. Und er hat mir Komplimente gemacht. Und dann auf einmal hat er so eine komische Wendung genommen und er wollte, dass ich mich ausziehe und immer mehr und immer mehr und das, ich habe mich so in ihm getäuscht. Das, wie konnte ich nur so dumm sein? Also, dass der Fall sich so entwickelt, damit hat, glaube ich, keiner gerechnet. Wir hatten hier zwei vermisste Jugendliche von einer Übernachtungsparty und dann haben sich die Ereignisse überschlagen. Dass Anna ja tatsächlich sogar zweimal sich verletzt hat, das ist auf jeden Fall ganz schlimm. Lina war in einem psychisch sehr schlechten Zustand, als ich mit ihr gesprochen habe. Also das wird den Mädchen mit Sicherheit noch nachhängen. Und ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn die psychologische Betreuung bekommen. Lina und ihre ältere Schwester Anna werden das Erlebte mit einer erfahrenen Jugendpsychologin aufarbeiten und bekommen auch von ihren Eltern dabei jede Unterstützung. Vincent Paluck wird noch am selben Abend dem Haftrichter vorgeführt und erhält seine gerechte Strafe.